Hallo liebe Zuschauer von Pantheismus TV, heute habe ich einen ganz besonderen Gast an unserer Seite. Wir haben heute das besondere Vergnügen, mit Jochen Kirchhoff, einem herausragenden Vertreter der modernen Naturphilosophie, zu sprechen. Der Herr Kirchhoff hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen der etablierten Wissenschaft zu hinterfragen und ein tieferes Verständnis der Beziehung zwischen Mensch und Kosmos zu fördern. Seine Arbeit setzt sich intensiv mit dem Wesen der Realität, dem Bewusstsein und der spirituellen Dimension der Natur auseinander. Und wir freuen uns, seine Perspektiven zu diesen faszinierenden Themen zu erkunden und mehr über seinen, ja, philosophischen Ansatz zu erfahren. Ja, Jochen, wir sind ja bei Pantheismus TV und darum natürlich als erstes gleich die Frage, was ist deine Meinung, was ist deine Sicht auf Pantheismus? Naja, Pantheismus ist ein Wort, was ich irgendwann in meinem Leben entdeckt habe. Die Sache selber, ohne dass ich genau diesen Begriff hatte, die stieg in mir auf mit 15. Mit 15 hatte ich das Gefühl, sag ich mal, das in einen Satz zu fassen: Es ist ewig alles. Es ist ewig alles. Das war für mich ein Schlüsselsatz mit 15. Und da hatte ich das Gefühl, da hat sich was geöffnet. Und das sozusagen, da habe ich angefangen als Philosoph, wenn man so will, als 15-jähriger Knabe, nachzudenken über das Ganze. Und da dachte ich mir, das kann eigentlich nur immer da gewesen sein. Es ist nie irgendwie entstanden. Und es ist unendlich und es ist ewig. Und es ist auch belebt, ja. Ja, genau. Und dieses Thema hatte mich auch so begeistert vor über 5 Jahren, dass ich eben dazu auch eine Organisation mit meinen Freunden, Mitstreitern gegründet habe dazu, eben die Liga der Pantheisten. Und für mich ist das eben halt auch ein Thema, was wirklich die Perspektive auf das Leben total verändern kann und auch das Leben wirklich bereichern kann. Und ich glaube, da bist du auch jemand, der mir dazu stimmen wird, dass eben so eine Spiritualität das Leben absolut bereichern, beschönigen kann. Naja, auf jeden Fall. Ich meine, die normale Bewusstseinsform heute ist ja trostlos. Machen wir uns nichts vor. Es ist ja mehr oder weniger Nihilismus. Man kann es nicht so nennen, wird oft nicht so genannt, aber ich nenne es oft so. Es ist einfach ein platter Nihilismus, Materialismus, Reduktionismus, alles, was man so sagen kann. Das ist ja trostlos. Auch genauso das moderne Weltbild ist ja im Grunde genommen vollkommen trostlos. Da kann man sich eigentlich gleich erschießen. Wenn das wirklich so sein sollte, wie da angenommen wird, können wir einpacken. Da müssen wir gar nichts machen. Aber das kann nicht sein. Das hat mit unserem lebendigen Sein nichts zu tun. Das revoltiert dagegen. Und zwar ganz massiv. Das kann nicht wahr sein, sozusagen. Ja? Also insofern, natürlich ist es eine Bereicherung für das Leben und auch eine Sinnstiftung. Ich meine, was willst du sonst am Leben? Wenn du den Sinn nicht irgendwie entdecken kannst, dann taumelst du von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Was machst du dann? Irgendwann winkt dir der Tod oder du wirst krank oder du hast ja gar keine Perspektive normalerweise. Ne? Also du kannst nur haben, wenn du eine spirituelle Perspektive hast. Nun gibt es natürlich viele spirituelle Perspektiven. Es ist ja nicht so, dass es nur das gibt. Aber man muss gucken, was ist zuträglich für den Einzelnen und wo kann der Einzelne sein Leben besser gestalten und intelligenter gestalten und tiefer gestalten und einfach würdiger gestalten, würde ich auch sagen. Ja. Der Mensch hat ja eine Würde. Wenn wir diese Würde zum Teufel jagen, ja, dann ist es aus. Dann brauchen wir gar nichts mehr, wirklich nichts mehr zu machen. Ja. Der Mensch hat eine Würde, wie ich ja gerne sage, das weißt du ja, eine kosmische Würde. Der Mensch ist ein geistig kosmisches Wesen. Wenn wir das aufgeben, dann ist alles zu Ende. Das dürfen wir nie aufgeben, das müssen wir immer aufrechterhalten. Diese kosmisch-geistige Würde, in der wurzeln wir, das sind wir. Wir sind geistig-kosmische Wesen. Das ist jedenfalls meine tiefe Überzeugung. Und das gründet auch die Lebendigkeit unserer selbst. Und es gründet auch eben das, was wir als Menschenwürde bezeichnen. Ich wüsste nicht, wo die Menschenwürde sonst sein sollte. Mhm.
Ja, da das passt gerade auch sehr gut. Da kommen wir auch zu einem der Kernthemen, also im Pantheismus, und zwar die Idee von der Weltseele, vom Weltgeist, dass wir alle sozusagen Tropfen sind in einem Weltmeer. Gott ist ja sozusagen dann das Weltmeer, dass sozusagen das Universum sich durch uns erfährt, ne, dass wir wandelndes Universum sind. Wie findest du diese Idee? Ja, naja, die Weltseele ist ja spielt ja für mich eine ganz große Rolle. Hm. Das spielt ja in meinen Videos eine Rolle, spielt in meinen Büchern und Essays und so weiter immer eine zentrale Rolle. Die Weltseele ist ja ein uralter Gedanke, der geht auf Platon zurück. Und dann hat er eine Weile sozusagen, gab es ein bisschen Ruhe, und dann in der Renaissance ist es wieder aufgeflammt durch Giordano Bruno. Ne? Also der größte, wie kann man sagen, Pantheist, den es gegeben hat, ist eigentlich Giordano Bruno. Und im 17. Jahrhundert, also 1600, ist er verbrannt worden, von der Kirche brutal umgebracht worden. Und dann geht das wieder runter. Und dann kommt es wieder vor 200 Jahren, in der Naturphilosophie, etwa von Schelling und anderen, kommt es wieder an die Oberfläche. Und dann allmählich wird es wieder verlebendigt. Und ich bin ja ein Repräsentant seit über 50 Jahren eigentlich in dieser Richtung und bin ja unermüdlich tätig in der Richtung und fühle mich da eigentlich auch ganz richtig. Ich bin ja in der heutigen Philosophie der Einzige, sagen wir in diesem Sinne jetzt Philosoph, der das wirklich favorisiert und der auch über die Weltseele viel geschrieben hat. Was ist die Weltseele? Ja, das ist natürlich auch die Grundfrage, die da aufbricht, die du jetzt ja nur ganz zart angedeutet hast. Wie steht das individuelle Ich zum kosmischen Ich sozusagen? Auch die alte Frage, der Inder, Brahman, Atman, wie steht Atman zu Brahman? Ist das das Gleiche oder kommt der Mensch irgendwann von Atman, von der Einzelheit zum Ganzen? Wie geht das? Sind wir das Ganze? Repräsentieren wir das Ganze? Leben wir das Ganze? Oder sind wir denn doch irgendwie Einzelwesen, die sich erst in einem mühsamen Prozess sozusagen dahin bewegen können zu diesem Ganzen, immer wieder in neuen Inkarnationen? Ja, alles schwierige Fragen, über die man reden kann. Aber die Weltseele ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke, der ohne diese Weltseele könnte ich gar nicht leben. Wenn ich ja zum Beispiel am Morgen die Sonne sehe, ja, andere Menschen sagen, okay, ist ja schön, praktisch, dass es hell wird, so. Oder ich habe jetzt so viel zu tun, ja. Aber für mich ist es wirklich so, wenn ich die Sonne tatsächlich sehe und dann geht in mir was, ein Licht auf, geht in mir etwas Inneres auf und dann fühle ich mich sofort verbunden. Das ist genauso wie der Sternenhimmel. Wenn ich in den Bergen bin oder an der See oder so, wo es noch den Sternenhimmel wirklich gibt, dann bin ich aber tief beeindruckt und verstehe gar nicht, warum die Menschen nicht alle eigentlich sozusagen in die Knie gehen vor dieser vor diesem Unfassbaren, warum ihnen das nicht eine Ehrfurcht irgendwie abverlangt. Also das ist mir unbegreiflich. Für mich ist das eine Realität. Also für mich ist das keine, sagen wir mal, Annahme, die einfach irgendwo rein intellektuell wäre. Das interessiert mich gar nicht. Ich meine, ich bin auch natürlich ein Intellektueller und denke über vieles nach, auch über viele Einzelheiten, das weißt du ja, auch von deinen Videos, dass ich auch ganz viel und ganz speziell und ganz ins Feinste gehen natürlich auch die Naturwissenschaft angreife und kritisiere und genau sage, was ich daran nicht richtig finde. Das ist ja so, das mache ich ja schon. Aber letztendlich ist es doch dieses Grundgefühl der Verbundenheit über die Weltseele wird nie ausgelöscht. Und ob das identisch ist mit Gott, das will ich gar nicht jetzt mal erörtern. Das sind so schwierige Fragen, nicht? Ist die Weltseele Gott selbst? Das hat ja auch Giordano Bruno in diesem Sinne, wenn ich mal ihn erwähnen darf, eben auch offen gelassen. Es ist immer die Transzendenz und die Immanenz gleichzeitig. Also man kann sagen, es gibt den transzendenten Gott, der von außen die Welt sozusagen schafft und dann rollt die Welt von alleine ab sozusagen. Oder es ist eben der immanente Gott, und das ist eben Pantheismus, der in allem wohnt, in jeder Pflanze, in dir, in uns allen, wohnt dieser Geist,
das ist eben das Pan, das ist eben das Pan, das Ganze. Wir sind dann auch das Ganze. Und dann ist es immer, dann ist es sozusagen, es ist immer da. Es konstituiert unsere Existenz, die physisch-sinnliche genauso wie die höhere Existenz. Mhm. Ja. Das ist so. Und was ich auch an der ganzen Thematik immer sehr faszinierend fand, dass dieser Gedanke immer wieder zurückgekommen ist. Wenn man jetzt über Brahman, Atman redet, wenn man überlegt, wie alt diese Schriften, die Upanishaden, die ja da auch stehen, wie alt diese Schriften sind und dass dieses Wissen immer wieder weitergetragen wurde, selbst als es unterdrückt wurde. Spinoza, muss man natürlich auch erwähnen, konnte auch eigentlich nur seine Schriften anonym veröffentlichen. Giordano Bruno wurde sogar umgebracht, könnte man fast schon als Märtyrer des Pantheismus bezeichnen. Und trotzdem, egal was da andere Kräfte versucht haben, dieser Glaube ist irgendwie doch immer wieder zurückgekommen, immer wieder auch in die Mitte der Gesellschaft gekommen, dieser pantheistische Gedanke. Und jetzt in der heutigen Zeit, wo es einen Eckhart Tolle gibt, einen Deepak Chopra, einen Neil Donald Walsh und das Internet und all diese Dinge, ist es besonders wieder stark da. Also da habe ich... Ja, gut, da würde ich vielleicht einen kleinen Akzent setzen. Ja, es ist in gewisser Weise so, wir haben zu vielem zugänglich, aber vieles, es ist doch sehr wenig im Grunde genommen und es ist sehr wenig wirklich substanziell. Es gibt natürlich in der spirituellen Szene, die ich ja auch gut kenne, seit einem halben Jahrhundert, viele Merkwürdigkeiten, die letztlich auch in die Irre führen. Es ist ja nicht dass die spirituelle Szene per se richtig und gut ist, also auch einer, der zum Beispiel an Reinkarnation glaubt, ist ja nicht per se der bessere Mensch als der andere, der es nicht glaubt. Das so ist es nicht. Aber es ist doch, man muss dann schon sehr genau hingucken und was man eigentlich meint. Und darum bemühe ich mich ja. Also das Weltbild muss ausdifferenziert werden, auch ins Feinste und auch in der Kritik ist da. Es muss auch eine Kritik geben am Herrschenden. Und dass wir hier nun im Schlaraffenland, dass wir alles haben, das wird immer behauptet im Internet und so, das ist alles da. Ja, aber letztlich, wer nicht für eine Vorprägung hatte, der ist vollkommen hilflos. Ein junger Mensch heute, der im Internet rumsurft, der ist doch erledigt. Denn nach einer Stunde oder fünf Stunden, wie immer er da davor hängt oder sitzt, ist er doch erledigt. Er braucht da eine Orientierung. Und darum geht es, eine Orientierung zu finden. Das finde ich ungeheuer wichtig. Mal, ob das nun gelingt, weiß ich nicht. Aber man sollte sich darum bemühen. Aber ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht machen, was du gesagt hast, sondern nur meine langjährige Lebenserfahrung zeigt mir natürlich auch die ganze New Age-Szene. Das weiß man doch alles, wie das gelaufen ist. Auch mit den ganzen Abirrungen und Irrtümern und auch den Wahngebilden und dem Größenwahn einzelner Gurus und so weiter. Das wissen wir doch alles. Ne? Das ist doch appetitlich gewesen. Schön war es ja nicht. Ne? Aber es spielt eben auch hinein. Die Gurus und hier auch die spirituellen Meister, die waren doch oft ganz schäbig in ihrem alltäglichen Leben. Wie wir es wissen, geldgierig und so weiter und so weiter. Das ist absolut richtig, denn man kann sagen, es gibt leider eben in dieser Szene sehr viele schwarze Schafe und genau deswegen haben wir die Liga der Pantheisten damals eben gegründet und wir wollen genau einen Pantheismus vermitteln, der eben logisch ist, der differenziert ist, der wirklich durchdacht ist. Ich kannte mich auch in der spirituellen Szene sehr gut aus, wurde viel eingeladen und da habe ich immer wieder gemerkt, dass Menschen einer bestimmten spirituellen Ausrichtung sehr schnell das Denken an den Nagel hängen, weil sie meinen, das Denken, das brauchen wir gar nicht. Wir müssen nicht denken. Herr Kirchhoff, Sie denken viel zu viel und solche Sachen. Das glaube ich nicht. Ich finde, die Intellektualität im guten Sinne ist das Denken ein wichtiger Baustein unserer Existenz. Das müssen wir unbedingt haben. Denn sonst, wenn wir es nicht haben, dann kommen wir in einen wahnsinnigen Drive hinein, der uns ganz schnell auch in die Narretei, sage ich mal, und zum Teil in die Pathologie treibt. Da muss man wirklich aufpassen. Das hat man aber gesehen in der Szene, das weiß ich ganz genau, gerade wenn man so wie ich relativ bekannt war über Jahrzehnte hinweg. Dann ist man eingeladen, da und dort, Herr Kirchhoff, wir würden Sie gerne haben, wir
können Sie nicht kommen und so weiter. Und dann gibt es dann Gespräche und dann stellt man dann fest, naja, so doll ist es dann gar nicht mit der Spiritualität. Und oft ist es auch eine Denkfaulheit. Ja. Auch ganz große spirituelle Menschen. Ich nehme mal jetzt einen richtig großen Namen, Buddha. Ja, Buddha. Mhm. Ist ja nicht der Mensch, der ständig im Samadhi gewesen ist. Buddha war auch ein ganz stark geistiger, spiritueller Mensch, ein intellektueller Mensch, der die Lehre seiner Vorgänger ganz scharf kritisiert hat. Mhm. Also Atman, Anatman und so weiter. Ja, auch das muss möglich sein. Es darf auch diese Polemik sein. Es ist einfach so. Da muss man ganz klar hingucken. Und sonst kommt man in ein Fahrwasser, dann nimmt einen keiner mehr ernst. Und das ist genau mit den Naturwissenschaften, die ich ja gut kenne. Ich bin ja auch ein Stück weit ein alternativer Physiker, wenn man so will. Also das muss man mitdenken, soweit es irgend geht. Und da habe ich ja auch viele Ansätze gebracht. Ich will das jetzt nicht so vertiefen, das können wir ja hier gar nicht. Aber ich will nur dafür plädieren, dass gesunde und gute Denken, auch die Logik, hast du ja angesprochen, sollten wir nicht an den Nagel hängen. Weil dann wird es verloren. Also es gibt ja auch A und B, und A und B hat auch miteinander zu tun. Das ist einfach, wir sind in einer Welt, wo es einen Zusammenhang gibt. Ne? Und dann kann man bis zu einem gewissen Grade mitdenken. Bis zu einem gewissen Grade. Die Welt ist nicht in Toto intellektuell erschließbar. Das ist sie nicht. Aber es gibt viele Schichten der Welt, die kann man erst einmal auch mit rationalen Mitteln begreifen und sollte das nicht tun. Und dann gibt es Grenzen. Und da muss man sehen, geht man über die Grenzen hinweg und was heißt das dann? Ich will nur für eine nüchterne Sichtweise auch plädieren, dass man nicht abhebt, wie das dann Menschen, ja, ich meine, wenn man die New Age-Szene kannte, du bist ja viel jünger, oder ihr seid ja nun wesentlich jünger. Wenn man das in Jahrzehnten erlebt hat, weiß man ganz genau, wie das gelaufen ist. Man kann man da ein Lied von singen, ein trauriges Lied. Ja. Nee, man muss ja auch beachten, dass der spirituelle Narzissmus ja auch dadurch extrem aufflammt. Ja, klar. Ja, und das ist ja so ein Phänomen, den ganz, ganz viele einfach so nacheifern, ohne zu merken, dass die Esoterik zur Egoterik geworden ist. Ganz richtig. Gut gesagt. Da muss man halt wirklich aufpassen. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass die Spiritualität nicht genutzt wird, um sich eigentlich den ganzen Tag nur selbst zu bestätigen. Weil das ist eben genau das, was es nicht sein sollte. Richtig, ja. Das ist vollkommen richtig. Also das hast du gut gesagt, weil natürlich, das ist ja zum Teil aber passiert, der Narzissmus, nicht? Und auch der Egozentrismus. Und ich bin halb erleuchtet, ja, sozusagen, als Grundhaltung. Die anderen sind sowieso alle Idioten und sind einfach nicht so weit. Da gibt es schöne Stufensysteme. Wir alle kennen Wilber, der Amerikaner, nicht so ganz schöne Stufensysteme. Es wird alles wunderbar eingeordnet. Und da wird es dann auch wieder merkwürdig. Also und auch in den spirituellen Richtungen, da ist ja alles gegeben. Da ist der Missbrauch, der tritt da auf und der tritt die Hybris, die Arroganz, die Besserwisserei, den anderen runtermachen, wie es überall so ist heute, ist leider auch in den spirituellen Szenen. Die sind ja da keine Ausnahme. Das muss man immer wieder leider sagen. Man darf sich da keine Illusionen hingeben. Auch die sogenannte spirituelle Szene über die Jahrzehnte hinweg sind ganz normale Menschen mit allem, wie wir sie kennen. Diese Menschen sind egoistisch, sind auch, sagen wir mal, schwach. Im Zurückhalten bestimmter nicht guter Impulse und so weiter. Und sie sind auch Gläubige in diesem falschen und schlechten Sinne. Nicht? Man kann den Menschen ja auch alles eintrichtern. Wie Sekten sind, kennen wir ja nun bis zum Abwinken, wissen wir ja, wie Sekten funktionieren. Und es ist ja auch alles da. Ne? Und viele glauben ja, dann haben sie das und dann alles andere ist falsch und dann muss man es auch bekämpfen. Und das ist dann immer auch, das demütigt den Menschen auch. Ich finde, ein schönes Kriterium ist, wenn du eine Lehre hast oder wenn du eine Lehre begegnest, die dich demütigt, die dich klein macht, die dich runter macht, die dich sozusagen zum Sklaven macht, dann ist sie falsch.
Das kann nicht sein. Der Mensch ist ein geistig kosmisches Wesen, sag ich mal, nochmal, und er hat eine eigene Würde. Und wenn diese Würde zerstört und zertrampelt wird und niedergemacht wird, dann stimmt was nicht. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist so ein Kriterium. Das ist immer die Frage, woher weiß ich denn, was richtig ist? Na ja, man muss irgendwie gucken, es gibt bestimmte Kriterien. Also die menschliche Würde, die finde ich doch sehr ein hohes Gut. Und man darf sich da nicht klein machen lassen. Und viele, die dann in der Szene dann noch groß auftrumpfen, ne, apropos Rassismus, was du ja gesagt hast, die dann auch natürlich selber Guru-Status haben, weil sie halb erleuchtet oder ganz erleuchtet sind, nicht? Also ganz alles ganz genau wissen und jeden, der da anders, der es anders sieht, so von oben herab so betrachten. Ne? Du bist noch auf dieser Ebene. Ne? Das habe ich auch erlebt mal, auch mal in einem Seminar, wo ich eingeladen war. Da habe ich dann auch das Geistige, das Denken favorisiert, auch favorisiert. Da kam dann irgendeiner, das hat mich, fand ich, sehr unangenehm, ja, du bist noch immer auf der Ebene, wo du denken musst. Gut, okay, tut mir leid. Ja, es ist halt so, das Denken ist eine menschliche Fakultät, die hat auch ihren Sinn. Das ist sehr gut und richtig. Das ist kein Quatsch. Das ist kein, es ist keine Pathologie. Es gibt ein richtiges Denken. Nicht? Und das sollte man nicht einfach zerstören. Weil ich sage immer wieder, wo landet man da? Man muss immer gucken, wo landet man? Und wir wollen ja doch auch ein gesittetes und vernünftiges Leben führen, auch uns an, den anderen gegenüber. Ich meine, wo wir sind ja nicht die Gurus, die durch die Lande laufen. Das kennt man ja alles. Da gibt es auch interessante Leute. Na klar, man hat die auch kennengelernt und so weiter. Ich kenne da auch sehr viel und ich habe viel, viel erlebt, wirklich sehr viel erlebt. Und das, da muss man einfach aufpassen. Und da muss man auch eine innere Instanz, die dann auch so wachgerufen wird, eine Skepsis. Ich würde sagen, wenn ich das noch kurz als Schluss sagen zu diesem Punkt, es gibt auch, das werdet ihr beide mir auch zustimmen, eine gesunde Skepsis im Menschen. Ja. Die möchte ich nicht ganz ausklammern. Eine gesunde Skepsis. Das muss einen ja nichts, das muss nichts, sagen wir mal, Zersetzendes und Nihilistisches haben, aber eine gesunde Skepsis, der Zweifel. Der große Zen-Meister Hakunin, der hat mal gesagt, es gibt drei Punkte. Du musst vertrauen, dass es den Weg gibt. Du musst vertrauen und du musst dich unermüdlich bemühen. Das ist der zweite Punkt. Du vertraust auf die Grundordnung der Dinge und auf den Weg und so weiter. Und du musst aber gleichzeitig auch dafür kämpfen und dich dafür einsetzen. Und der dritte Punkt ist, sagt er, ebenso wichtig ist der Zweifel. Wer mir gegenübertritt und zweifelt nun an gar nichts, bei dem ein Guru alles eingetrichtert hat zum Beispiel, ja, was soll man da machen? Es gibt die Skepsis und auch es gibt den vollkommen berechtigten Zweifel am Menschen. Ich finde das wichtig. Ich habe immer wieder auch bei bestimmten Dingen, versuche ich mir mit mir selbst ins Gericht zu gehen und sage, pass auf, lieber Jochen Kirchhoff, sage ich zu mir selbst sozusagen, stimmt das überhaupt, was du da sagst? Ist das wirklich wahr? Wo sind deine Kriterien? Wie kommst du darauf? Wie sicher ist das denn überhaupt? Ne? Das muss einen nicht ruinieren, aber es ist immer wichtig zu fragen, hoppla, halt, stopp hier. Ja, mal eine kleine Fermate einbauen. Okay, in der Musik nicht Fermate. Oh, so, stimmt das? Und die Frage ist wichtig, finde ich. Man muss die Skepsis walten lassen. Wenn man nur skeptisch ist und nur, sagen wir mal, ständig irgendwie quälende Fragen, dann wird man auch verrückt. Man kann auf allen Ebenen sozusagen verrückt werden. Wir wollen ja gesund bleiben, wir wollen ja doch gesunde Menschen sein. Und da gehört eben eine gesunde Skepsis zu. Man muss nicht alles glauben, was mir erzählt wird. Nicht? Das ist einfach so. Das tue ich nicht. Also vieles glaube ich überhaupt nicht. Auch viele spirituelle Menschen, die mir das Blaue vom Himmel erzählen, denen glaube ich kein Wort. Ja. Sorry. So eine kleine kartesianische Skepsis, die ist ja auch durchaus berechtigt. Und was ich halt wichtig finde, ist, dass wir nicht in solche Subgesellschaften kommen, die dann so in ihrer Blase bleiben und dann nur noch in ihrer Blase verharren und sich gar nicht mehr mit anderen Themen befassen. Und dann hat man auch irgendwie
kein Gefühl mehr für Kritik. Und das finde ich halt auch so schwierig. Ja. Deswegen habe ich auch gleich meine erste systematische Frage. Und zwar, welche Anhaltspunkte hast du denn, um den Kosmos als geistiges Phänomen zu definieren und zu begründen? Ist es ein rein intuitiver Ansatz oder gibt es da auch eine intellektuelle Perspektive? Es gibt beides. Es gibt einen intuitiven Ansatz und es gibt auch eine geistige Perspektive, intellektuell, wenn man das jetzt so nennen will. Intellektuell ist ja auch so ein bisschen negativ konnotiert. Ne? Der Intellektuelle, der sich immer nur um sich selber dreht. Nicht die ewige Platte, die immer weiter dreht, sich dreht. Aber ich meine intellektuell im Sinne von geistig. Erst ist es geistig auch sozusagen bis zu einem gewissen Grade belegbar und gleichzeitig ist es etwas Intuitives, etwas Meditatives auch, etwas Kontemplatives. Aber es geht nicht im Meditativen und Kontemplativen auch auf, das nicht. Es ist aber beides, habe ich ja vorhin schon zart angedeutet, es muss beides da sein. Das Denken, das Verstehen, hat ja auch mit Denken zu tun, und das Verstehen und das Denken und auch eine, sozusagen das Intuitive. Und das Denken hat dann immer auch zu tun mit bestimmten Voraussetzungen und das sind sogenannte Prämissen, die musst du setzen. Du kannst zum Beispiel die Prämisse setzen, alles ist sinnlos, alles ist furchtbar, alles ist nur negativ. Und was du mit den Blasen sagst, das wissen wir ja auch aus der alternativen Szene, auch aus den alternativen Medien ja auch. Wer denn ganz nur in seiner Blase steckt, der hat natürlich auch seine Probleme, weil er alles aus dieser Blase heraus sieht. Wobei bis zu einem gewissen möglich ist, dass Menschen sich in der Blase befinden. Ich war vielleicht auch irgendwie mal in meiner Blase in irgendeiner Form. Aber das ist nicht der Punkt. Gut, dass du das Wort ansprichst, ja. Also die Blase, dass man dann aus der Blase nicht rauskommt. Man muss auch mal sozusagen die andere Seite bedenken und auch mal ganz nüchtern denken, die haben vielleicht auch manchmal recht. Das muss man einfach mal ganz nüchtern sagen, auch wenn man denkt, oh, ich habe recht, ich weiß ganz genau, hier, wie das gewesen ist, wie es mit Corona war, was da genau passiert ist, weiß ich ganz genau. Aber Moment, kleine Frage, stimmt das überhaupt, weißt du das so genau? Hast du alle Versatzstücke wirklich so präsent oder eben nicht? Also da ist doch noch da ist man in der Blase leicht gefangen und kommt nicht mehr raus. Ja. Am Ende leidet man unter einem Bestätigungsfehler. Das ist ja der Begriff auch so dafür. Naja, du hast ja genau richtig. Wir alle haben doch, wir müssen uns ja nichts vormachen. Jeder hat doch auch das Gefühl, jeder Mensch, du hast eine bestimmte Meinung oder Überzeugung, Weltanschauung und so weiter. Und wenn du Bestätigungen findest und irgendwo findest du die immer, dann freust du dich doch auch. Du fühlst dich dann bestätigt. Ja. Dass dir einer alles madig macht. Also, da ich das alles Blödsinn, was die da sagen. Nun sagt das zu mir kaum einer, weil ich doch so einen anderen Hintergrund habe und so weiter. Aber es gibt doch auch diese Vorstellung, dass man dann vollkommen, man glaubt, alles so genau zu wissen. Und das finde ich immer ganz peinlich. Und man glaubt auch alles zu verstehen, auch politisch gesehen. Natürlich weiß man genau, was richtig ist, ist ja klar. Ne? Und das ist ja auch in der offiziellen Politik dann so, dass genau diese, die die Macht haben, die genauso agieren dann auch. Ne? Und uns ja nicht, also uns ja auch dann irgendwie, sagen wir mal, drangsalieren, sage ich mal, vorsichtig gesagt. Nicht? Also auch majorisieren und dogmatisch behaken. Und der Dogmatismus, sage ich mal, ist das Letzte, was wir brauchen. Also wenn wir den Dogmatismus aufs Tapet heben, das haben ja alle großen spirituellen Systeme irgendwann mal auch gemacht, da ist es schlecht. Also da setzt dann eben für mich meine Zweifel an, die Fragen, die man dann stellen muss, stimmt das überhaupt? Also dogmatisch wollen wir nicht sein. Das heißt nicht, dass wir alles zulassen. Das ist ja eine Gratwanderung. Ich würde sagen, der spirituelle Mensch heute hat auch eine Gratwanderung zu beschreiten. Es ist ganz schwierig, denn wo ist das der Grund und der Boden, der ihn wirklich trägt? Nicht? Wie weit kannst du sicher sein? Weil ich bin immer habe ich vorhin schon angedeutet, wenn ich Menschen sehe, die alles ganz genau wissen und auch eine gewisse
Aura so repräsentieren und für sich selber auch so darstellen oder so auftreten, als ob sie alles wüssten, dann habe ich immer ein ganz großes Misstrauen. Da plötzlich merke ich, dass ich, der Jochen Kirchhoff, plötzlich ganz rational plötzlich sich zurückzieht, aha, und ganz strenge Fragen stellt. Woher weißt du das? Wie kommst du darauf? Wo sind deine Evidenzen? Ist das einfach nur übernommen oder kannst du da auch noch mehr dazu sagen? Und so weiter. Also diese Balance, diese Gratwanderung zwischen dem Geistigen und dem Intuitiven, das hast du ja angesprochen letztlich, das müssen wir immer, das ist eine Gratwanderung, das ist für jeden von uns eine Gratwanderung. Da kommen wir nicht drum herum. Wir können nicht einen von beiden vollkommen negieren. Auch intuitiv spielt keine Rolle oder das Intellektuelle ist alles mehr sinnlos. Es geht nur um das Intuitive, Meditative. Das ist auch ein Fehler. Wo landet man da? Ne? Also, gut. Ja. Das würde ich sagen. Ja, Jeanette, du hast noch weitere Fragen vorbereitet. Klar, ich wollte gerade ansetzen. Bitte, dann mal los. Und zwar, du hast doch schon so ein bisschen Wissenschaftskritik angesprochen. Und zwar würde mich interessieren, was kritisierst du denn an der mechanistischen Wissenschaft derzeit und am reduktiven Physikalismus? Und im gleichen Atemzug würdest du dem Thomas Nagel dazu stimmen, in seiner Ansicht zum Qualia-Problem? Also erstmal, was kritisiere ich daran? Das kann ich natürlich jetzt kann ich da was dazu sagen, aber das habe ich ja nun in zig Videos und in zig Büchern und so weiter alles ausdifferenziert. Ich kritisiere den Grundansatz in der Naturwissenschaft, den reduktionistischen Ansatz, der immer etwas zurückführt auf letztlich etwas Materielles, den reduktionistischen Ansatz, der letztlich ein toter Ansatz ist. Meine Hauptkritik an der herrschenden Kosmologie und der herrschenden Physik zum Beispiel ist, dass er letztlich immer vom Toten ausgeht und letztlich das Entscheidende nie erklären kann, zum Beispiel das Bewusstsein. Das große Rätsel unserer aller Existenz ist ja auch das Bewusstsein. Und das ist von physikalisch, intellektuell noch nie wirklich ausdifferenziert begründet worden, noch niemals. Aber das ist der Ansatzpunkt. Wir sind Bewusstseinswesen. Das muss man eben auch sagen. Wir sind lebendige Wesen. Und ich gehe immer vom Lebendigen aus und nicht vom Toten. Und wenn man vom Lebendigen ausgeht als Prämisse, dass alles lebendig ist, hat man einen ganz anderen Ansatzpunkt. Und dann kann ich auch ganz genau sagen, okay, das sind Schlussfolgerungen, die und die. Der Kosmos müsste so aussehen, weil es bestimmte Prämissen werden gesetzt und nach denen operiert man dann und argumentiert dann. Das ist aber nicht wahr. Also die Menschen glauben ja alles. Genau, ich nehme mal jetzt mal ein berühmtes Beispiel, den Urknall. Ja? Die Menschen glauben das, aber das kann man ganz klar entkräften und widerlegen. Das tue ich ja auch. Ein eigenes Video dazu gemacht und so. Also die glauben das nicht, oder weil ihnen das eingetrichtert wird und wie sie selber können gar keine Argumente wirklich finden, die dagegen sprechen und so weiter. Also ich gehe, um ganz klar zu sagen, ich gehe vom Lebendigen aus und nicht vom Toten. Und wenn ich konsequent lebendige Prämissen setze, in dem Sinne, alles ist lebendig, alles ist sinnvoll, das ist ja schon ein Punkt, den du als normaler Physiker gar nicht haben darfst, dass es sinnvoll ist. Das ist ja schon eine ganz andere Kategorie. Und die will ich immer eingeschlossen wissen. Was ist das Sinnvolle? Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und das darfst du sozusagen in der traditionellen Naturwissenschaft nie haben. Du bist immer sozusagen, es gibt immer den methodischen Atheismus. Wird immer so. Du darfst als Wissenschaftler, du kannst als Privatmensch, kannst du sagen, ich bin Sufi, ich bin Zen-Mystiker, ich glaube an alles Mögliche. Aber das ist immer alles nur deine Privatangelegenheit. Aber wenn du Wissenschaft betreibst, musst du methodischer Atheist sein. Du kannst selber ein glühender Gottanhänger sein, aber methodisch bist du dann trotzdem, da musst du Atheist sein. Es ist einfach so. Das kann keiner ernsthaft bestreiten. Denn wenn du es nämlich nicht bist, bist du in der Wissenschaft erledigt. Dann kannst du einpacken. Wenn du jetzt ankommst mit
mit irgendwelchen Göttlichkeiten. Da würde jeder sagen, ja, kannst du doch glauben. Ist doch deine Auffassung, bitte sehr. Von mir aus gerne. Aber hat da nichts mit Wissenschaft zu tun. Ja? Ja. Okay? Ja. Riesenthema, da kann ich jetzt nur 2 Stunden weiterreden. Aber nur einmal ganz kurz angedeutet. Mhm. Weil du das gefragt hast. Ne? Ja. Ja, alles gut. Um nochmal auf Thomas Nagel zu sprechen zu kommen, der hat ja auch gemeint, dass diese subjektive Dimension immer gerne ausgeklammert wird im Reduktionismus. Wie würdest du das denn jetzt behandeln? Würdest du sagen, die Wissenschaft muss die Subjektivität wieder integrieren? Bis zu einem gewissen Grade würde ich jetzt sagen, ja, es ist eine subjektfreie, wir haben normalerweise eine subjektlose Wissenschaft. Und das hat auch die Quantentheorie nicht geändert. Ich meine, ich habe gesehen, ja, eure Videos, was er da alles so für Themen hat, da wird auch die Quantentheorie hochgejubelt. Das glaube ich nicht. Ich bin ein großer Kritiker der Quantentheorie und der Quantenmystik auch. Man kann aus der Quantentheorie keine Spiritualität rausziehen. Das wird aber geschieht, aber das will ich jetzt nicht, das würde jetzt viel zu weit führen. Und also das glaube ich nicht. Die Quantentheorie hat da auch dieses Manko nicht behoben. Aber es muss immer einbezogen werden. Der Mensch als lebendiges Wesen ist immer drin im Spiel. Immer, 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 immer. Wir sind immer drin im Spiel. Wir sind nie draußen aus dem Spiel. Das ist, aber ich will jetzt nicht, die Quantentheorie ist ein eigenes Thema, da könnten wir wirklich eigene Videos machen. Hab ich auch gemacht, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber sonst hast du recht, es muss immer der menschliche, die menschliche Subjektivität ist doch erstmal seine Grunderfahrung. Man kann natürlich sagen, wie die Neurophysiologen sagen, zum Beispiel, es gibt gar kein Ich. Du bildest dir ein, du hast ja nicht. Du bist überhaupt kein Ich. Du bist letztlich eine Brain Machine, mehr oder weniger. Ja, na bitte, kannst du ja meinen, ja, was soll es sein? Ne? Aber letztlich deine Grunderfahrung ist doch deine lebendige Subjektivität. Du als lebendiges Wesen ist doch das, was dir unmittelbar zugänglich ist. Das bist du doch. Der Rest ist doch erstmal was anderes. Und wenn du dich dann selber vollkommen ausklammerst in deiner Subjektivität, in deiner Lebendigkeit, ja, wo geht das hin? Das ist ja genau der ganze Kampf, das Reden um Bewusstsein im Sinne im Gehirn und so weiter und Transhumanismus und so weiter, sind ja alles schwierige Felder, die einen, finde ich, ja auch in den Irrsinn treiben können. Mhm. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Also. Ich finde, man sollte immer ausgehen von dem, wofür man wirklich eine unmittelbare geistig-sinnliche Erfahrung hat. Und das ist der Mensch selber. Mhm. Davon muss man erstmal ausgehen. Den kann man nicht ausklammern und kann sagen, spielt keine Rolle. Das geht einfach nicht. Gut. Mhm. Okay, jetzt hast du ganz oft den Menschen in den Fokus genommen. Ich würde mal interessieren, würdest du dich dann als Anthropozentrist klassifizieren? Nein. Nein, so, ja, also ich würde immer paradox antworten. Ja und nein. Ich glaube schon, dass der Mensch ein hohes Wesen ist. Habe ich ja schon gesagt, er ist ein kosmisches Wesen. Trotzdem sind die sogenannten unteren Reiche, das Tierische, das Pflanzliche und so weiter, auch Tiere, natürlich beseelte Wesen. Selbstverständlich sind Tiere auch beseelte Wesen und haben ihre eigene Würde. Unbedingt. Und in dieser Würde müssen sie auch geschützt und geachtet werden. Sie einfach brutal niederzumachen, wie es hier häufig genug geschieht, ist auf jeden Fall falsch. Das ist nicht richtig. Also ich finde schon, auch die Tiere, ich hatte eine Würde, Pflanzen sowieso, die Dinge haben eine Würde. Das ist ja auch pantheistisch, die Dinge haben auch eine Würde. Nein, also insofern anthropozentrisch, ist ja lange Zeit, das weiß ich ja auch, das werdet ihr ja auch wissen, in der Ökologieszene so ein bisschen runtergemacht worden. Naja, der Anthropozentrismus, das ist auf jeden Fall das Falsche. Naja, aber erstmal haben wir ja nur den Anthropozentrismus, weil wir sind ja nun mal Menschen. Wir sind ja keine anderen Wesen, sondern wir sind das ja erstmal. Und das heißt aber nicht, dass man den anderen die Würde abspricht. Alles ist lebendig. Jede Pflanze, jeder Grashalm, jeder Stein ist lebendig auf seine Weise. Überall in der Welt. Also fühlst du dich sehr im Animistischen auch zu Hause, wenn du sagst, alles ist beseelt?
Ja, das gehört für mich zur Weltseele auch. Animistisch ist ja auch schon ein Begriff, den du da wählst, der immer eine leise Negativkonnotation hat. Ne? Animistisch, aber du bist Ja, je Animist. nachdem, wie man fragt. Christin, ja. Ja. Ja, okay, wie man fragt. Aber für mich ist auch eine, gut, in dem Sinne bin ich auch animistisch, als ich als die Lebendigkeit überall wahrnehme. Insofern, ja gut, bin ich, okay, nehme ich mal an, dieses Stichwort, ja. Animist, okay, gut. Ja, einverstanden. Okay. Ja. Na, bei dem Anthropozentrismus, das impliziert ja nicht nur, dass wir von Menschen ausgehen, sondern es impliziert ja eigentlich auch, dass wir den Menschen ins Zentrum stellen und Ja. aufbauend auf dieser Zentrierung halt anderes herabwürdigen. Also diese Hierarchie, die dann entsteht. Genau. Und du sagst aber, ja, ich gehe zwar vom Menschen aus, aber deswegen werte ich alles andere Lebendige nicht ab. Ganz richtig, ja. Genau. Ganz richtig. Also ganz richtig, das ist so gut gesagt, ja. Also das Lebendige, ich könnte ja sagen, also bestimmte Sachen könnte ich mit einem Frosch oder mit einer Giraffe zum Beispiel nicht abhandeln. Sage ich mal ganz, Ja. das ist vielleicht gar nicht witzig, aber mit denen könnte ich zum Beispiel nicht die Systemtheorie besprechen, ja, das ginge nicht. Ja, oder mit einem Frosch oder so weiter, das ist schwierig. Aber das heißt ja nicht, dass er deswegen minderwertig ist, der Frosch. Sondern er hat ja seine eigene Würde und seine eigene Schönheit auch. Die Dinge haben ja auch ihre Schönheit, auch die Pflanzen und die Tiere. Und die atmen ja auch, sie vibrieren, sie leuchten, sie sind ja auch wunderbar, verehrungswürdig, nicht? Ohne dass ich sie vergötze. Da muss man, das ist ja auch so ein Punkt, weil natürlich manche Naturliebhaber dann die Natur vergötzen. Indem sie daraus so, wie sie selber so, das ist auch, finde ich, auch falsch. Da gibt es nichts zu vergötzen. Das finde ich auch falsch. Ja. Aber es ist auch ein eigenes Thema wieder. Alle Themen, die wir hier besprechen, sind Riesenthemen. Da können wir Ja. uns drüber reden. Ja. Ja. Okay. Hast du denn auch eine Art von ethischer Implikation? Also wenn du jetzt sagst, ja, alles hat seine Würde, dann müssen wir daraus ja auch eine Ethik ableiten. Und wie würde dann deine aussehen? Nein, 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 natürlich, ich würde die nicht, würde ja keine Tafel von Grundprinzipien jetzt hier aufstellen, aber natürlich entleitet sich daraus eine Ethik, aber ist doch klar, dass ich, soweit es irgend geht, natürlich die Schöpfung achte und sie nicht soweit es irgend geht, nicht zerstöre. Na, selbstverständlich. Also ich hänge das nicht als groß raus, weil dieses ist ja oft gesagt worden und das Gegenteil ist passiert. Nicht? Also der Schutz der Schöpfung ist ja oft genug auch in den christlichen Religionen und Kirchen immer wieder behauptet worden und das Gegenteil ist leider passiert. Das stimmt. Das wissen wir ja alles, genau. Insofern bin ich da eher zurückhaltend. Ethisch, moralisch, ja gut, das ist wichtig, aber ich gehöre ja zu denjenigen eher, die da immer eher zurückhaltend sind, was diese Begriffe betrifft. Und die sind alle missbraucht worden. Ja, diese Begriffe sind alle furchtbar missbraucht worden. Das wissen wir aus allen spirituellen Gruppierungen. Das ist einfach so. Aber wo Oder? findest du dann für dich im Alltag so deine Orientierung? Also wonach, ich sag mal, wägst du deine Entscheidungen ab? Naja, das ist ja natürlich auch. Ja, das sind ja nur Fragen. Das sind nur ganz extrem schwierige Fragen, weil ja das ganz viele Faktoren sind. Es gibt ja auch bestimmte habe ich vorhin schon gesagt, pragmatische Dinge, nach denen man auch handelt. Ja. Also zum Beispiel, ich habe einen Nachmittag Zeit, wie viel, was mache ich da? Zum Beispiel ganz konkret. Wer rufe ich jemanden an? Lese ich ein Buch? Schreibe ich an einem Buch? Gucke ich ins Internet und so weiter? Das muss man. Wonach entscheide ich das? Weil ich vielleicht was anderes Interessantes gehört habe. Das Buch will ich mir mal angucken. Das habe ich mir gekauft oder ausgeliehen und lese es oder sage, gibt es solche Erfahrungen? Das sind ja keine ethischen Fragen. Das sind einfach Fragen aus der Lebenssituation heraus. Oder nicht? Oder will ich bis in die Nacht hinein lesen und arbeiten? Aber am nächsten Tag bin ich dann erledigt am Morgen. Nicht? Okay, also würdest du sagen, du hast jetzt keinen Wertekodex, den du irgendwie befolgst, sondern du hast einen alltäglichen Pragmatismus? Nee, nein, das hast du jetzt allzu sehr verallgemeinert. Den habe ich auch, den Ja, alltäglichen. genau, auf den wollte ich nämlich hinaus. Den Also. habe ich auch. Das heißt aber nicht, dass es sich darin erschöpft.
Es gibt bestimmte Dinge, wo ich ganz klar ethisch-moralischen Prinzipien folge. Mhm. Ganz eindeutig. Und das schließt sich nicht aus. Richtig, genau. Finde ich. Und ja? Könntest du vielleicht so einen Wert nennen, der für dich im Vordergrund steht? Ja, eben die Menschenwürde, den Menschen zu achten, den Menschen, mit dem du es zu tun hast, den zu achten und den wirklich ernst zu nehmen, den wirklich also auch in seiner Würde zu achten und ihn nicht klein zu machen und runterzumachen oder verächtlich zu behandeln, was ja die Politik mit uns ja nun ständig macht, nicht? Was weiß ich, wenn du irgendwo im Militärdienst eingezogen wird, ist ja vollkommen egal, wie es dir geht oder so, du musst es dann machen. Ja, und so ist ja immer so passiert. Also nein, das ist natürlich die Menschenwürde in diesem von mir angedeuteten Sinne, im tiefsten Sinne, sollte geachtet werden. Und auch den anderen nicht sozusagen die Würde zu lassen, auch wenn er dein Gegner ist. Ich finde immer, habe ich ein bisschen, vielleicht kann ich es nicht immer leben, aber das ist ja klar. Aber ich finde, um mal ein Bild zu benutzen, du musst nicht immer gleich in die Hauptstadt des Gegners einmarschieren. Das machen aber viele. Hm. Ja, also du musst nicht immer gleich deine Truppen in die Hauptstadt des Gegners lenken. Das hat man Bismarck, der war ein großer Pragmatiker auch und ein geschickter Politiker, der hat es zum Beispiel auch gesagt, viele als im Deutsch-Französischen Krieg ist ja okay, man kann doch jetzt auch Paris einnehmen. Und nein, das machen wir nicht. Das ist später ja gemacht worden, aber Bismarck, nein, das machen wir nicht. Weil in dem Moment, in dem wir das tun, lösen wir noch ganz andere Kräfte aus dann, ne? Also so in dieses Bild packe ich es gerne. Nicht unbedingt immer in die Hauptstadt des Gegners einmarschieren mit deinen Truppen. Lass mich die Truppen mal zurückhalten, finde ich. Denn das macht den anderen fertig. Das macht ihn das nur mit dem. Wenn du dann alles sieben wegreißt, ja, dann wo bleibt denn die Menschenwürde? Die ist dann dahin. Okay. Ja, klar. Okay. Okay, sag mal, gerade beim Thema Angriff passt perfekt zur nächsten Frage. Und zwar, du wirst ja bestimmt damit konfrontiert, dass man dir vielleicht pseudowissenschaftliche Aussagen oder Behauptungen unterstellt. Wie gehst du da mit solchen Vorwürfen um? Okay, erstmal passiert es relativ selten. Punkt eins. Und wenn es passiert, ja, versuche ich immer argumentativ zu bleiben. Hat er Argumente, warum das nicht stimmen soll, was ich sage? Oder nicht? Und dann ist die Frage, in welcher Situation wir uns befinden. Die kann die Situation sein, dass man in einen ernsthaften, argumentativen Austausch kommt. Dass man eine Diskussion führt, eine Debatte. Das kann sein. Na klar. Oder ich sehe an der Art der Polemik, an der Art der Kritik, dass es um diese Debatte dem anderen gar nicht geht. Es geht darum, dich sozusagen auszuklinken, dich auszuhebeln. Dann will ich zurückhalten und weiche dem aus, weil ich muss nicht mit jedem beliebig in eine Debatte eintreten. Und das habe ich dann als vor Jahrzehnten vielleicht mehr gemacht als heute. Muss nicht da immer dann das letzte Argument noch servieren, ist das nicht, nein. Man kann damit umgehen, wenn man sieht, wenn dich einer kritisiert, und weißt du, die weiß auch jeder von uns als Mensch, wirst du da in bestimmten Facetten kritisiert oder zielt der andere letztlich darauf ab, dich grundsätzlich zu kritisieren? Du sollst nicht so sein, wie du bist, du musst anders sein. Dann wird es heikel. Dann empörst du dich natürlich dagegen und denkst, wieso? Ich will aber so bleiben, ja? Also. Das ist ja so auch so ein Punkt. Ne? Okay. Okay. Ich würde gerne noch auf so zwei zentrale Begriffe eingehen, auch so im Hinblick auf unsere Zuschauer. Und zwar, wie definierst du denn jetzt für dich das Bewusstsein? Weil du, oder die Seele, differenzierst du das überhaupt? Seele, Bewusstsein, Geist? Also das sind ja immer Begriffe, die ganz schnell im Raum fallen, aber die... Viele haben ja ihre eigenen Vorstellungen von, was eine Seele ist, was ein Geist ist, was Bewusstsein ist. Manchmal auch durch die eigene, ich nenne es mal religiöse Vorprägung, gefärbt. Und das würde mich zum einen interessieren.
Und dann zum anderen, vielleicht kannst du es verbinden, was ist denn für dich jetzt der kosmische Huilismus? Weil der wird bei dir ganz, ganz oft genannt. Wie würdest du denn den erklären für dich Holismus. Kosmische Holismus. Genau. Gut, ja. Naja, was hast du das erst? Was war der erste Punkt? Nochmal. Die Differenzierung zwischen Bewusstsein, Seele und Geist. Ja, das sind ja nur Urfragen. Das sind Urfragen, die immer wieder verschieden beantwortet wurden. Und die so genau auszudifferenzieren, Begriff, die ist ganz schwierig. Die Seele ist auch immer Geist. Der Geist ist auch immer Seele. Und die Seele ist auch immer Bewusstsein. Das ist nicht absolut identisch, aber es schwingt ineinander. Es ist ganz dicht beieinander. Seele, Geist, Bewusstsein. Das ist nicht das Gleiche, aber es geht ineinander über. Eines ist nicht ohne das andere. Es bedingt einander. So würde ich das sagen. Ja? Okay. So würde ich das sagen. Und der Holismus, du meinst du Holismus, ja? Genau, kosmischer Holismus. Kosmischer Holismus. Naja, das ist einfach die Ganzheit in dem Sinne, dass ich versuche, das Ganze, das kann man ja auch gar nicht denken. Das bilde ich mir auch gar nicht ein. Aber zumindest immer nicht reduktionistisch zu denken, sondern immer vom Ganzen aus, auch vom Menschen aus zu denken. Also den Menschen als Menschen und nicht reduktionistisch. Also in diesem Sinne Holismus im Sinne von ganzheitlich. Auch das Sonnensystem, die Gestirne, das Leben überall. Ich glaube ja daran, dass überall Leben existiert. Überall Leben in verschiedenster Form. Wir sind umgeben von tosendem Leben. Das, was die hier behauptet wird, ist alles, sage ich mal, alles für meine Begriffe, sind alles Illusionen. Die tote Welt ist eine riesige Illusionsblase. Die gibt es gar nicht, diese tote Welt. Es gibt nur eine lebendige Welt. Und es ist immer das Ganze, was mitschwingt. Das heißt ja nicht, dass es immer anwesend ist, aber wenn du als Mensch auftrittst und als Mensch da bist, bist du schon im Ganzen. Weil du könntest ja gar nicht existieren ohne die vielen lebendigen Ströme, die dich überhaupt konstituieren. Nicht? Ist ja so. Und das ist für mich immer wichtig, dass man es das bedenkt. Ja, ganz knapp gesagt jetzt mal. Ja. Okay, ja, soweit. Ja, Gut. und welche Rolle würdest du dann dem Menschen zubilligen? Ja, der Mensch ist schon ein hohes Wesen. Ich meine, der hat ja auch was geleistet. Die wirklich großen schöpferischen Menschen haben ja wirklich auch was geleistet. Und sie sind ja auch Menschheits. Ich würde mal sagen, ich würde ja nicht gleich sagen, Mensch, das Beglücker ist ein blödes Wort, aber es sind ja auch Leuchttürme, ja, vielleicht kann man das sagen, wie Leuchttürme oder Wegweiser, besser vielleicht, Wegweiser, Anreger. Ich würde mich immer gerne auch als Anreger und Wegweiser bezeichnen. Genauso wie ich ja auch in meinen Videos immer gerne sage oder auch ich ja auch wirklich praktiziere. Dass man bildet einen Denkhorizont, den zeige ich auf. Einen Denkhorizont. Da bin ich ein Anreger. Nicht? Oder ich rege an, da, zum Eigendenken. Deswegen immer für mich eine wichtige Frage, ein wichtiger Punkt, denke selber. Ich will den anderen anregen, das klingt mir oft gar nicht, aber ich will den anderen immer anregen, denke selber. Verdammt nochmal. Du weißt es vielleicht. Ich bin ja der Auffassung auch, dass der Mensch in der Tiefe viel mehr weiß, als in seinem Kopf so vorhanden ist. Der weiß in der Tiefe viel mehr. Wenn man den richtig so, das ist alles da irgendwie. Du weißt doch ganz genau, dass du ein lebendiges Wesen bist. Du bist doch nicht ein Roboter. Ein Bioroboter. Glaubst du doch selber nicht. Und auch die, das favorisieren und groß verkünden, bestimmt wissen wir ja, sind auch keine Bioroboter. Das wissen sie auch. Ja? Obwohl ich Oder sagen muss, dass da die Biologie mittlerweile auch selbstkritisch ist. Also dass diese gibt jetzt doch einige Biologen oder auch Philosophen, die der Biologie ganz klar sagen, dieses mechanistische Denken von Leben, dass das eigentlich gar nicht mehr angebracht ist. ganz richtig, ja.
ich sage jetzt nur solche Menschen wie Andreas Weber zum Beispiel, die sagen, ja, nee. Das habe ich auch, ich kenne den Andreas Weber, ja, na klar. Ne? Das habe ich auch gelesen, das ist ein anderer Ansatz, ja, das stimmt. Genau, ja. Aber es geht ja aufs Ähnliche hinaus, im Sinne von die Verbundenheit des Lebens steht im Zentrum, die ja auch biologisch fassbar ist. Und die Subjektivität muss halt nur wieder zurückkehren. Das ist ja praktisch so ein bisschen seine Ausgangslage. Aber letztendlich ufert zum Gleichen, nämlich im Auslöschen des Reduktionismus. Ja, der Reduktionismus ist einfach ein Irrtum. Man kann natürlich bestimmte Dinge dann auch reduktionistisch erforschen, indem man immer ins Kleinere geht. Ne? Das kann man machen, na klar. Manches muss man vielleicht auch reduktionistisch erforschen. Wenn es irgendwo im Haus tropft, von der Decke tropft, dann musst du reduktionistisch gucken, wo kommt das her? Und gehst dann zurück dahin. Guckst dir an, wo aus tropft das dann? Und es muss abgestellt werden oder so. Mal ganz banal jetzt gesagt. Ja. Das spielt dann auch schon eine Rolle, ist ja klar. Aber sonst ist das reduktionistisch auf den Menschen bezogen ganz falsch. Auch in der Medizin ist es ganz falsch. Ne? Den Menschen sind auch da pragmatische und auch Dinge, ist auch ganz klar. Ne? Aber in den letzten ist es wichtig, den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten, sofern das geht, ja. Sofern das im Umfeld des betreffenden Arztes oder wer auch immer dich behandelt, dann auch wirklich geht, ja. Aber letztlich geht es darum. Das ist ja auch das medizinische Ethos ist ja auch da natürlich angesprochen. Ist ja klar. Ist ja auch ein großes Thema, ja. Gut. Ja. Na gut. Aber würdest du denn dann sagen, dass man trotzdem über die Wissenschaft zu diesem intuitiven, ehrfürchtigen Verständnis kommen kann? Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich mir jetzt so einen Stickstoffkreislauf angucke oder einen Phosphorkreislauf oder einen Kohlenstoffkreislauf und diese feinen Verästelungen, Ausdifferenzierungen, wie jedes Lebewesen mit dem anderen interagiert, dann habe ich zum Beispiel auch eine Form von Ehrfurcht, weil ich mir denke, wow, was dort eigentlich die ganze Zeit passiert. Ja, das ist schon richtig, vollkommen richtig. Das kann man natürlich dann auch jetzt negativ sagen, das bildest du dir dann ein, ne? Jetzt ist das sozusagen mechanische Vorgänge, aber du fantasierst da jetzt, projizierst da etwas Lebendiges rein, was gar nicht da ist. Aber das glaube ich nicht. Also es sind auch die lebendigen Formen, haben ja auch eigenartige Formen, die atmen ja auch die Lebendigkeit. Das ist doch was Schönes. Das lieben wir ja auch letztlich an der Natur. Die Schönheit auch, die spielt auch eine Rolle. Und die Schönheit ist nicht nur unsere Projektion. Das ist eine Frage, was ist Schönheit? Aber das ist ja auch, ist die, viele von mir sagen, naja, die Schönheit ist nur projiziert. Da gibt es gar nicht das Schöne. Würde ich sagen, nö. Gibt es ja wohl. Es ist nicht nur eine Projektion. Es ist ja eine Weltqualität, das Schöne. Würde ich sagen. Als These. So. Okay. Ja. Ja, gut. Ja, Janet, ich glaube, du hast deine Fragen jetzt auch gestellt. Also wir reden ja jetzt tatsächlich genau seit einer Stunde und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jochen, also wir können dich, also ich würde dich gerne auch nochmal einladen für ein Interview. Müssen wir dann halt gucken, wann du dafür Zeit findest. Da würde ich dich da einfach nochmal kontaktieren. Können wir noch darüber sprechen. Ich finde auch eine Stunde ist eine gute Zeiteinheit, ne? Ja. Ist nicht zu lang. Das kann man immer machen. Das machen wir letztendlich auch mit unseren Videos. Ja, das wie eine Stunde ist gut, eine Viertelstunde ist das Äußerste. Dann wenn es dann zu lang wird, ist auch nicht gut. Also ich finde, wir haben ganz schön was gemacht und finde ich, wir haben ganz ein gewisses Feld haben wir begrast, abgegrast oder wie auch immer, haben es beschritten oder wie auch immer. Und ich danke euch für eure klugen Fragen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Das war unser Interview mit dem guten Jochen Kirchhoff. Bis zum nächsten Mal bei Pantheismus TV.